Hey ho, meine Lieben, neues Video und heute machen wir Cordon Bleu. Genau, und zwar nicht irgendwelche Cordon Bleus, sondern Putenbrust-Cordon Bleus. Ja. Ja, wir waren auf der Fleischjagd und naja, dann ist uns so eine schöne Putenbrust hinterhergelaufen und deswegen nehmen wir die ganz genau. Was gibt's dazu? Ich glaube Kartoffelpü und eine schreckliche, grausame Dose leckere Erbsen und Möhren. Genau. Ja, in dem Sinne, lasst uns loslegen. Jetzt fange ich auch schon stottern an und das in der kleinen, aber feinen Küche. Mitkommen. Jo, was haben wir hier alles? Einmal Panko-Mehl. Das mischen wir mit normalem Paniermehl. Da kommt die Putenbrust raus. Dann Erbsen und Möhrchen in der Dose. Vor lauter Fleischsuche haben wir wirklich nicht mehr drauf geachtet. Und oh, Leute, es war früher lecker und wird heute auch lecker werden. Schön mit einbrennen etc. pp. Dann haben wir zum Füllen einen jungen Gouda und Schinken. Und natürlich ein paar Eier wichsen, panieren. Tja, soll ich das jetzt mit dem kleinen Messer schneiden? Nee. Nehmen wir das hier. Tja, und dann schaue ich mal, dass ich aus der Putenbrust so 2 oder 3 Stück rauskriege. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das ganz genau mache. Ich mache mir jetzt erstmal Gedanken und dann zerschneiden wir das. Spatzel, komm her, wir diskutieren. So, abgeklärt. Das Ding hier schneide ich so schnell raus. Na. Ich habe gesagt, das Messer ist nicht scharf. Wieso ist das Messer nicht scharf? Tja, weil es dauernd gebraucht ist. He? Dann musst du mir das mal sagen, dann kann ich es schärfen. Deswegen habe ich es dir ja dahin gelegt. So, das schneide ich hier jetzt entlang der Sehne oder was auch immer das dazwischen drin ist. Raus. Das können wir dann extra braten. Naja, wie gesagt, ich bin kein Metzger. So, aber wenn wir das jetzt ein bisschen klopfen, könnte man da fast noch extra draus machen. So, es werden große Cordon Bleus. Es werden mächtige Cordon Bleus, hoffe ich zumindest. Und hier schneiden wir jetzt nochmal 2 Stück. Jawohl. Nee, das panieren wir und braten wir so mit raus. Aber das tue ich vorher noch ein bisschen klopfen. Und in die hier schneide ich jetzt überall gleich ein Täschle rein, was wir hinterher wieder zumachen. Aber vorher schleife ich erstmal das Messer, weil das brauche ich dazu. Boah, wird das ein Fladen. Ja. Ja, Leute, es gibt die Variante eben, dass wir es einschneiden und eine Fleischtasche rein, eine Fleischtasche reinmachen. Oder dass man so ein Teil komplett platt klopft, da die Füllung drauflegt, dann so einschlägt. Und ich bin der Meinung, wir probieren es heute jetzt mit einer Tasche aus. Oder Engelchen, was meinst du dazu? Ja. Ja, und genau das machen wir jetzt. Wo ist das andere Messer? Das habe ich gerade geschliffen. Oh, die Frau klaut mir mal frisch geschliffenes Werkzeug. Unglaublich. So.
Dazu fahre ich hier seitlich rein, möglichst mittig. So. Und hoffe natürlich, dass ich nirgends nach außen durchdringe. Hey, 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 da unten bin ich schon wieder durch. So. So. Jetzt kontrollieren wir mal das gute Stück. Da geht noch ein bisschen was. Hier hinten sieht es eigentlich relativ gut aus. Ja. Tjo. Genau. Ne, brauche ich jetzt noch nicht. Ich schneide erstmal alle auf. Aber danke, dass du mir das Zeug schon zurechtlegst. So. Das hier wird jetzt etwas kritischer. Vielleicht wäre doch die Variante mit dem Klopfen und Zusammenlegen besser. Da können wir doch mal ausprobieren. Einmal Tasche und einmal normal. Dann klopf, weil das sehr dünn ist, klopfe ich das noch und das probieren wir mit dem auf. Genau. Aus. Und das hier schneide ich nochmal. In der Zeit schneide ich den Schinken und den Käse. Genau. Ich versuche mich möglichst hier an der oberen Fläche zu halten mit dem Messer. So. Oh, das sieht sogar sehr hervorragend aus. Ja. Ganz kleine Öffnung. Ja, und das klopfe ich jetzt noch schnell. Ich bin bloß gespannt, ob wir das halbwegs dicht kriegen. Zerfledderten Fledderfladen hier. So, dann braucht man natürlich noch Salz, Pfeffer, Paprika. Würzen tun wir das Ganze jetzt ganz einfach mit Salz, Pfeffer, Paprika. Kein Hexenwerk, SPP und fertig. Und du schreist, bevor ich zu viel drauf tue. Da könnte man, wenn man möchte, jetzt noch in die Taschen reinfüllen. Das spare ich mal jetzt. Das muss so ausreichen. Hatte ich jetzt alle durchgesalzen? Ja. Oh. Ja, manchmal bin ich auch schon etwas verwirrt. Ich hätte schon was gesagt. Gut. So. Dann kannst du mir Schinken und Käse reichen. Und dann probieren wir das jetzt erstmal mit dem hier aus. Reicht das an Füllung? Ja, das sollte reichen. Okay. Nein, würde ich andere Seite. Ja, gut. So. Sehr schön. Und dann nehme ich hier meine Zahnstocher. Dann probiere ich das hier halbwegs dicht zu kriegen. Thank you.
Eins, zwei, drei, vier. Vier oder fünf Zahnstocher sind jetzt hier drin. Viel Vergnügen, wer das ist. Tja, und den anderen Käse und Schinken schauen wir hier jetzt rein. Irgendwie werden wir das schon reinkriegen, das Zeug. Die sollten ja halbwegs dicht sein. So. Da können wir auch ein bisschen mehr rein tun. Ja, das legen wir erst einmal den Schinken mit dazu. Kannst du noch einen Käse aufschnibbeln? Also eine halbe Scheibe brauche ich mindestens noch. Und den Schinken brauchen wir auch noch. Also das ist halt der Vorteil an so einer Tasche, da kann man deutlich mehr rein tun und hat auch deutlich weniger zum Verschließen. So. Ach, deswegen ging es gerade so schwer. Ich habe zwei Zahnstocher in der Hand gehabt. Ja, nächste soweit. Schaubern wir das noch voll. Geh jetzt rein da. Na, hier haben wir ja ein kleines Löchle drin. So. So, Klappe zu, Affe tot. Auf dem Teller? Ja, auf dem Teller. Okay. Da hast du ein bisschen Platz. Ja. Und das Stück hier tun wir einfach nur so panieren. Ja, ganz genau. Genau. Gut. Sauber machen hier und danach geht es dann weiter. So, kleine Panierstraße aufgebaut. Einmal Mehl, dann Paniermehl und Panko-Mehl gemischt. Und Ei verquirlen, drei Eier haben wir hier jetzt. Spatzel hat gesagt, keine Milch dazu, macht sie nie. Gut, dann höre ich drauf, weil geteilte Arbeit ist halbe Arbeit. Und beim Panieren bin ich ja nicht unbedingt der Beste. Und das macht Spatzel jetzt. So, noch einen zweiten Teller. Ja, ich überlege gerade welchen. Nehme ich doch einen großen. Also wie vorher gesagt, am besten zweimal drüber panieren, dass wir richtig schöne dicke Panade haben. Ich du darfst. Hätte nur einmal paniert. Mach. Mehl, Eier und Panko-Mehl mit Paniermehl. Mach, wie du das meinst. Nehmen wir jetzt mal das Lose. Schon überall drauf. Dann ins Ei. Ich liebe die sowas, ja. Dann ins Paniermehl.
sehe schon, du kannst es perfekt. Dann ziehe ich mich mal zurück und lass dich panieren. Dann nehmen wir das nächste, auch schön, schön Mehl drauf und das überall. Und die Mama. Könntest du mir vielleicht noch ein bisschen Panko-Mehl und Paniermehl? Ja. Hier steht es auf dem Tisch. Weil das letzte wird es nicht reichen. Ist doch bloß noch eins. Ja. Oh, geile Panade. Ich mache bloß ein bisschen Panko-Mehl dazu, das sollte reichen. Ja, kannst du machen. Reicht es? Noch ein bisschen mehr. Gut. Boah, sind die groß. Aber schön. Mhm. Schön bei niedriger Hitze nachher ausbrutzeln. Richtig. Hätte ich gesagt. Ja. So machen wir es auch, weil es dauert ein bisschen länger, bis es ja innen auch schön durch ist. Und überall. Genau, seitlich noch. Das weiß ich. Ich gehe schon wieder. Alles fertig. Oder wozu können wir ein paar Ecken, die auch immer schön versuchen. So, jetzt sind sie fertig. Paniert. Jetzt kommen wir zu den schönsten Teil. Jetzt gehen wir an den Herd. Und tun sie rausbrutzeln. Genau, langsam, bei einer niedrigen Temperatur. Genau. Und das kann ein bisschen dauern, ja. Pfanne, Öl, ein bisschen warm werden lassen. Und dann machen wir unsere Cordon Bleus. So, das Öl ist warm genug. Jetzt machen wir das erste Cordon Bleu rein. Schön langsam jetzt angebrutzelt, angebraten, und wenn ich dann drehe, hole ich euch wieder dazu. Das kann ein bisschen dauern jetzt. So, jetzt können wir das erste Mal drehen, das Cordon Bleu. Ich muss erstmal nur gucken, wie. Das ist schön braun geworden. In der Zwischenzeit mache ich schon die Kartoffeln. Wir machen heute Kartoffelbrei, deswegen müssen wir erstmal ein bisschen kochen. Ja. Jetzt wird die andere Seite vom Cordon Bleu ein bisschen angebraten. Und dann tun wir das, wenn es dann fertig ist, in den Backofen. Kannst du noch ein bisschen ziehen. Ja. So machen wir das jetzt. Und dann holen wir euch gleich wieder dabei, wenn es fertig ist. So. Wieder umgedreht. Auf der anderen Seite. Und gleich geht es in den Backofen für dieses Cordon Bleu. Dann kannst du auch ein bisschen ziehen im Backofen. Aber sieht doch schon wunderbar aus.
Oh yeah. Oh, mein Schatz. Ja. 850, mache ich im Backofen. Und so mache ich jetzt jedes Cordon Bleu schön anprutzen. Und den Rest geht es dann in den schönen Backofen. Temperatur kann man ja natürlich auch mal messen. Das würde ich jetzt gleich machen. Ne? Nein, nein, das ist nicht. Tada! Ja, Leute, da hätten wir unser Cordon Bleu-Menü. Mhm. Und jetzt schneide ich aber nur eine Ecke an. Weil. So. Und ich habe natürlich ein Stöckchen erwischt. Ganz klar. Bin ich Weltmeister drin. So. Na, komm raus zu Feigling. Schaut euch das an. Allein schon im kleinen Stück, wie geil das aussieht. Genial. So soll das sein. Und jetzt probieren. Jetzt muss ich mich beeilen, weil die Kamera ziemlich leer ist, sehe ich gerade. Hast du die Cam angelassen die ganze Zeit? Nein. Ah. Ja. Heiß. Aber lecker. Das Dosengemüse mit Einbrenne gemacht und was noch alles? Zwiebelchen. Mhm. Pfeffer, Salz. Einfach lecker. Ein paar andere Gewürze. Also Leute, wir tun jetzt erstmal Speisen. Wir sehen uns dann nachher noch im Fazit. Und dabei kann ich ja noch die Cam ein bisschen aufladen, dass ihr auch alles mitkriegt. So Leute, Fazit. Also heute habe, glaube ich, nicht nur ich mich überfressen. Nein. Ja, aber das war so verdammt lecker. wir haben uns ja mit allen abgesprochen, auch mit dem Gemüse, wie ich es gern hätte, wie sie es gern hätte. Leute, das hat alles so geil gepasst. Du hattest jetzt das komplett aufgeschnitten, ne? Ist ja auch nichts rausgelaufen? Nein. Dann, wenn wir nochmal welche machen, machen wir es nur noch so. Definitiv besser, weil dann ist wirklich so ziemlich in jeder letzten Ecke die Füllung. Mhm. Jo. Und es ist geklopft. Also noch ein bisschen zarter. Ja, das war auf jeden Fall mega lecker. Ja, ich kann es bloß empfehlen nachzumachen. Cordon Bleu, kein Hexenwerk. Hier geht jetzt noch der Gruß an Fabian raus. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden mit dem Video. Und einfach noch Däumchen nach oben, nettes Kommentar. Und wir gehen jetzt erstmal Päuschen machen. Päuschen machen und ausruhen. In dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.